auch. Wir haben jetzt 6 Uhr abends. Heute Vormittag habt ihr gesehen, was ich gemacht habe. Danach ist Emily schon ins Bett gegangen, hat bis um 4 geschlafen. Und jetzt waren wir gerade kurz noch in der Stadt, weil wir für die Kleine ein Ostergeschenk kaufen wollten. So eine Kleinigkeit, dass sie jetzt hier was zu Ostern bekommt. Und da waren wir nach eben bei Möbel Rehmann und haben da jetzt was gekauft, weil das ist ein Laden, der ist halt bei uns in der Nähe. Und ja, da haben wir auch was gefunden. Und dann waren wir auch noch kurz bei DM, haben dann noch was gekauft. Und ja, ich zeige euch einfach eben schnell die Sachen wieder, was wir jetzt da schnell geholt haben. Und Emily bekommt zu Ostern einmal von uns so eine Raupe ab 12 Monate. Ist die, ja, mit so einem Füßchen kann man umdrehen, wie man möchte, für Geräusche. Das kriegt sie auf jeden Fall. Dann haben wir, Papa hat sich dann ein Brettchen ausgesucht, beim Möbel Rehmann noch ein neues, weil unser weißes kaputt gegangen ist. Dann waren wir beim Mediamarkt und haben uns einmal eben schnell eine neue Mauspad gekauft und mein Mann hat sich einen Film gekauft, Poltergeist. Und dann waren wir bei DM und haben auch ein paar Sachen da geholt. Und einmal hatten wir... erstmal auspacken. Ja, einmal haben wir da Windeln gekauft. Die haben wir bis jetzt noch nie gehabt. Weil Liliane nicht mehr da waren, haben wir uns jetzt einfach mal die genommen zum Ausprobieren. So ein großes Pack mit 42 Stück. Dann haben wir wieder Essen gekauft. Einmal. Und dann noch ein. Dann trinken für Emily. Dann haben wir hier nochmal Essen. Und Linsensuppe. So, das ist auch wieder was für Ostern. Das würde ich verstecken für sie, dann kann sie suchen gehen. Und dann gibt es noch ein bisschen was anderes. Einmal so. Dann habe ich den einmal noch mit Traube gekauft und einmal Himbeeren-Apfel. Die soll sie auch dann suchen. Die werden halt so gelegt, dass sie die aber sofort sieht. Und ich habe mir noch wieder einmal einen neuen Nagellack gekauft. So ein rosa ist das. Man sieht das nur nicht, dass es jetzt so ein rosa ist. Den wollte ich mir noch drauf machen. Und die für alle. So, die kleine Maus hat jetzt auch gegessen. Papa hat uns jetzt auch schnell Spaghetti mit Pesto gemacht. Emily darf da jetzt noch ein bisschen mitessen, wenn sie möchte. Und wir lassen sie erstmal schmecken. Toll. Machst du schön Lala? Ach. Ja. 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 Hm? So, meine Lieben, die kleine Maus geht jetzt Haier machen. Ja, es tut mir leid, heute habe ich echt nicht viel gefilmt, aber heute war nicht so ein Tag, wo ich viel die Kamera anmachen konnte. Ich nehme mich auf jeden Fall auch am Sonntag mit, bei Ostern, wenn wir dann mit Emily Ostern Eier und Sachen suchen machen zu Hause.
nehme ich euch auch mal mit als eine Entschädigung, dass wir heute nicht so viel gedreht haben. Und damit verabschieden wir uns für heute und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay. Genau, sagt tschüss.